Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht um ein Reisethema, heute geht es um ein Thema, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt und auch fasziniert hat. Ich habe mir nämlich viele Gedanken darüber gemacht, wie vielleicht viele von euch auch, wie wir bei uns die Heizkosten reduzieren können. Und da bin ich auf so ein Teil gestoßen, beziehungsweise habe mir so ein Teil gebaut. Das sieht erstmal sehr spannend aus. Das ist ein Heizungsverstärker oder auch Heizungslüfter genannt. Die sollen ermöglichen, dass man bis zu 20% weniger Heizenergie benötigt, um den Raum warm zu kriegen. Ich habe das getestet und zwar erstmal welche bestellt aus dem Internet, schweineteuer. Und die haben so lala funktioniert aus meiner Sicht. Und ich habe mir dann gedacht, das kann ich besser oder für meine Zwecke zumindest besser und habe mir so eins selber gebaut, was am Ende des Tages viel billiger geworden ist und auch wirklich technisch wesentlich besser. Und was ich auf jeden Fall jetzt schon vorwegnehmen kann, es funktioniert extrem gut. Es ist sehr, sehr leise und es schafft wirklich, die Räume deutlich schneller warm zu machen und auch wärmer zu machen bei einer niedrigen Vorlauftemperatur. Aber da komme ich nochmal zum Schluss im Detail dazu. Jetzt will ich erstmal ein paar Worte zu sagen, für was denn so ein Heizungslüfter oder auch Heizungsverstärker überhaupt gedacht ist. Also ich bin darauf ursprünglich gestoßen, weil wir uns zu Hause über das Thema Wärmepumpen Gedanken gemacht haben. Wärmepumpe bedeutet, in einer Heizungsanlage muss die Vorlauftemperatur deutlich reduziert werden, dass die effizient sein kann. Also man kann keine 70 Grad mehr durch die Heizkörper ballern, sondern man muss eben darunter gehen, dass die noch irgendwie effizient arbeiten kann. Deswegen wollte ich mal sehen, inwiefern das bei uns mit den normalen Heizkörpern immer noch funktioniert, wenn auch die Vorlauftemperatur reduziert wird. Und da kommen eben die hier ins Spiel, denn man muss sich vorstellen, ein Heizkörper, die konventionellen Heizkörper oder auch Konvektoren genannt, die geben ihre Wärme durch Konvektion ab. Das bedeutet, wenn der Heizkörper richtig heiß ist, dann kann der schön die Wärme abgeben. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gemerkt, wenn eine Heizung sehr, sehr heiß ist und man fasst drüber, dann ist das wie ein Windzug, der da hochgeht. Also die warme Luft kann nach oben strömen. Der Unterschied zwischen dem heißen Heizkörper und der kühleren Raumtemperatur, wenn der hoch genug ist, dann sorgt das für einen schönen Durchsatz. Dann geht die warme Luft hoch und dann passiert da was. Wenn der aber runtergeht von der Temperatur auf 55, 50 oder 45 Grad, dann ist diese Konvektion, dieser Austausch der Luft sehr, sehr wenig nur noch. Da pustet nichts mehr hoch. Und da kommen eben die dann ins Spiel, weil die dann dieser Luft helfen, sich trotzdem im Raum zu verteilen. Das ist die Idee dahinter. Dadurch kann ich zwei Sachen erreichen. Zum einen, ich kann die Heizkörper alle niedriger, weniger warm machen. Ich kann die Vorlauftemperatur im Keller reduzieren. Und kann aber dadurch trotzdem noch schaffen, warme Luft im Raum ausreichend zu verteilen. Ich kann aber auch schaffen, was bei uns in einem Raum der Fall ist, der einfach nie warm geworden ist, weil der Heizkörper viel zu klein ist. Durch so einen Teil hier schaffe ich es, so einen Raum dann auch warm zu kriegen, der vorher eben den auf einem anderen Level zu halten, aber quasi die Heizungskraft, die Heizung dazu verstärken am Ende des Tages. Und was jetzt mein Heizungslüfter hier kann, der hat drei sehr hochwertige und ultraleise Lüfter, die einen guten Luftdurchsatz haben. Der hat hier eine Temperatursteuerung, wo ich genau einstellen kann, ab welcher Temperatur er an- oder ausgehen soll. Also wenn die Heizung kalt ist, bleibt er aus. Wenn die Heizung warm wird, geht er mit an. Und da kann ich ihm sagen, ab wann er angehen soll. Das erfährt er hier über die Sonde, die an der Heizung irgendwo eben befestigt wird. Und ich habe mir das noch eingebaut, wo ich am Anfang überlegt habe, ob ich es überhaupt brauche und jetzt aber froh bin, dass ich es reingebaut habe. Und zwar für sage und schreibe 2,50 Euro so ein Drehregler. Und was der einfach nur macht, ist, dass ich sagen kann, wie stark die Lüfter laufen sollen. Bestellt habe ich alles, bis auf das Holz hier und die Schrauben bei Amazon. Falls ihr das nachbauen wollt, ich verlinke euch die ganzen Teile in der Beschreibung unten. Da könnt ihr die bestellen und nachbauen. Soweit, so kompliziert. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich hier gebaut habe, aus was das besteht. Und dann zeige ich euch, wie ich es gebaut habe. Am Ende gucken wir uns mal an, wie das bei uns im Haus funktioniert, wie es zum Beispiel hier im Wohnzimmer die Temperatur verändert hat und auch oben in so einem kleinen Raum, der bis jetzt nie so heiß geworden ist, wie sich es da dann ausgewirkt hat. Das ist relativ simpel. Es sind diese drei Lüfter, die hier eingebaut werden, je nachdem, wie viel man braucht. Also ich habe hinten einen Heizkörper, da habe ich 7 solche Lüfter an einem 1,80 Meter langen Heizkörper verbaut und eben eine lange Leiste. Ich habe hier solche Eckprofile genommen, die sehen so aus, aus dem Scharfstellen. Solche Eckprofile hier aus dem Baumarkt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Metall nehmen soll, aber zum einen konnte ich das hier besser aussägen. Also man sieht hier, ich habe das hier einfach mit der Stichsäge, habe ich hier so ein bisschen mal ausgesägt, dass der Propeller frei sitzt. Und die zweite Überlegung war,
Ich habe mir gedacht, Holz ist irgendwie so ein bisschen schallisolierend, da hatte ich das Gefühl. Also Metall ist immer, kann den vielleicht den Schall besser übertragen. Und ich wollte wirklich, dass das so leise wie möglich am Ende des Tages wird. Die Lüfter, die ich verwendet habe, da habe ich lange recherchiert, bis ich mich für die entschieden habe. Ja, erstmal die Größe. Ich habe also 12 cm große Lüfter genommen, etwas größere, weil die bei uns an der Heizung auch genau gepasst haben und weil die ja natürlich auch ein bisschen leiser sind, brauchen also weniger Drehzahl. Die heißen übrigens Arctic Silent 12. Die sind dann auch noch kugelgelagert. Ein hydrodynamisches Gleitlager, irgendwie ein Gleitlager, was eine Ölkapsel integriert hat, wo das Gleitmittel nicht entfliehen kann. Was ich noch gemacht habe, sieht man jetzt hier nicht, aber was ich noch gemacht habe, ich habe zum einen darauf geachtet, dass die hier nicht immer den Rand, dass die hier nicht genau den Rand berühren. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da ein kleiner, weiß nicht, ob man sieht, ein kleiner Versatz, ein kleiner Raum ist. Da habe ich einfach so eine Pappe genommen und habe die da reingeklemmt, bevor ich es angezeichnet habe, weil ich einfach wollte, dass die nicht am Holz direkt dran sind, wegen Vibration und wegen Lautstärke. Und außerdem habe ich noch gemerkt, dass man die Kabel von den Lüftern sehr gut am Rand dann entlang verlegen kann. Hätte ich mir vielleicht auch sparen können, aber weil ich Perfektionist bin, habe ich dann auch noch die auf kleine Filzgleiter draufgeklebt, also jeweils auf 4, die man so unter Stühle drunter macht. Die habe ich hier immer jeweils drunter geklebt aufs Holz, damit die jeweils auf so einem Filzgleiter sitzen. Also um akustisch quasi eine hundertprozentige, eine bestmögliche Abschirmung da zu kriegen. Ja, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber die sind wirklich extrem leise und kaum hörbar. Also die Lüfter sind wirklich top, sehr, sehr leise, auch bei voller Drehzahl leise, aber volle Drehzahl braucht man auf keinen Fall aus meiner Erfahrung. Und deswegen habe ich mir also diesen Regler habe ich noch dazwischen geschaltet. Der drosselt einfach diese 12 Volt, die durchkommen und kann eben genau die Geschwindigkeit von den Lüftern noch einstellen, was ich super finde, weil ich habe die dadurch jetzt wirklich so gedreht, dass ich es halt gar nicht mehr höre. Dass sie noch genug Luft produzieren, aber man nichts mehr hören kann von den Lüftern und das ist dann schon eine feine Sache. Und das Dritte, dieses Thermostat gibt es auch bei Amazon. Was das macht, das hat hier so ein kleine Sonde, die Temperatur misst. Das sagt dem Ventilator, dass er ab einer gewissen Temperatur vom Heizkörper angehen soll, weil ich will jetzt nicht, dass der immer läuft und auch wenn es kalt ist und nachts nicht läuft. Und dann stellt man das einfach so ein, dass ab 35, 38 Grad, wenn das erreicht hat, die Ventilatoren anspringen und dann die Luft mit verteilen. Und wenn der abends wieder abkühlt, der Heizkörper zum Beispiel, oder man ihn ausdreht, dann schaltet sich das nach kurzer Zeit eben auch mit ab. So. Strom braucht das Ganze natürlich auch. Da habe ich mir hier so einen kleinen, also ich habe mir diesen für auch nur 6 oder 8 Euro, habe ich mir dieses 12 Volt Netzgerät auf Amazon bestellt, Netzteil. Und da ist auch dieser Gegenspieler hier direkt mit dabei. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann, dieses Teil hier. Das habe ich hier in ein Loch gebohrt, habe das hier reingesteckt und jetzt kann ich das eigentlich recht schön hier einfach anschließen. Und ja, kann das Ding auch mal wegmachen, wenn ich es jetzt nicht unbedingt brauche. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe mir das so gebaut, dass es so unter der Heizung ist. Die pusten immer in diese Richtung, also die pusten nicht in die Richtung, wo das Bild ist, sondern die pusten immer nur in diese Richtung. Geht auch nur eine Laufrichtung bei denen. Und jetzt sieht man an diesem Ding, das ist eigentlich ganz einfach, kann ich hier die Temperatur einstellen, ab wann das starten soll. Und wenn ich jetzt mal hier das in die Finger nehme und zusammendrücke, dann sieht man, wie die Temperatur hochgeht. Und sobald ich 30 erreicht habe, beziehungsweise ich glaube 1 Grad mehr, das kann man auch einstellen, also 32, dann gehen die hier an. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Also so betreibe ich die an dem einen Heizkörper, da hört man eigentlich so gut wie gar nichts. Jetzt kann ich immer Vollgas gehen. Ja, also ich halte mal ins Mikrofon. Wenn man dann noch ein bisschen das hier runterdreht, noch ein bisschen reduziert, dann kommt man ganz schnell an einen Punkt, wo die quasi geräuschlos sind, aber trotzdem noch hier einen richtig schönen Wind machen. Merkt man auch, ich kann es jetzt nicht demonstrieren, meine Haare wehen nicht, aber ja, es kommt ein schönes Lüftchen in mein Gesicht. So, also ich habe das jetzt, muss ich sagen, auch nicht ultra schön gemacht. Also dieses Teil hier habe ich einfach mit einem Kabelbinder hier dran gemacht. Und verklebt unten, dass es hier so relativ fest ist. Das hat hier ganz gut hingepasst. Und hier ist dann eben die Heizung. Da muss man halt gucken, wie das passt. Und befestigt habe ich das einfach nur mit Kabelbindern dann. Also Kabelbinder an der Heizung. Da sind unten solche Metallösen in der Heizung drin.
da kann man das ganz gut befestigen und dann sieht man das am Ende auch nicht. Also man sieht es am Heizkörper da hinten, da kann ich es euch gleich mal zeigen. Da sieht man eigentlich nicht viel, außer dann so eine Holzleiste unten. Und ich finde, es sieht sogar noch ganz schick aus. Wie ihr seht, habe ich die hier mit so kleinen Holz-Metallschrauben verschraubt. M3x16. Könnten auch ein Hauch kürzer sein. Also guckt ein bisschen drüber. Ja, und jetzt, was kostet das Ganze? Ich gehe mal ganz kurz durch. Diese Lüfter, das sind die Arctic F12 heißen die. Genau, die kosten zwischen 4 und 5 Euro. Wenn man da mehr kauft, werden sie natürlich günstiger. Also sagen wir mal, man kriegt sie für 4. Also 4, 8, 12 für so ein Dreier. Das Ding kostet knapp unter 10 Euro, zwischen 9 und 10. Das schwankt immer so ein bisschen, also 9 Euro dazu. Da sind wir bei 21. Diesen Regler, der kostet 2 Euro, glaube ich. Zwei Stück für 5. Ja, sind wir bei 23. Und das Netzteil kostet nochmal 8 Euro. Und wenn man jetzt noch diese Schräubchen und Schräubchen und die Holzleiste, ja, da kommen wir vielleicht auf 33 Euro, maximal 35. Also ja, man muss auch bedenken, hier hinten haben wir einen ganz großen Heizkörper hinter der Couch. Da habe ich insgesamt 8 von diesen Ventilatoren verbaut. Da hätte ich also 3 von diesen Fertiglösungen kaufen müssen und die kosten dann halt 180, fast 200 Euro. Und für das große Teil habe ich dann halt, ja, die Kosten werden immer niedriger, weil das, die Bauteile sind gleich und man addiert quasi nur die Ventilatoren. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig und ich finde auch eine sehr, sehr coole Lösung und es funktioniert auch. Also es funktioniert wirklich extrem gut. Ich fand es am Anfang auch ein komisches Konzept. Ich habe Ventilatoren, die Strom verbrauchen, um Energie zu sparen. Aber der Stromverbrauch ist sehr, sehr gering. Also so ein Propeller, ein Lüfter braucht 1 Watt. Und jetzt entsprechend das Teil hier braucht er dann 3 Watt. Aber die Heizung, die man dadurch reduzieren kann, die Einsparungen, die man darüber halt gewinnt, sind deutlich höher. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich das in meiner Werkstatt gebaut habe. So ein paar Schritte. Bei dieser Dreier-Variante war es eigentlich ganz einfach, weil das Kabel vom hinteren Lüfter, das reicht, um bis davor zu gehen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier die ganzen Kabel zusammenzuführen. Also man sieht hier, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also man sieht einfach hier vorne, da kommt hier einmal der Plusstrang und der Minusstrang von allen an. Das ist einmal Plus, einmal Minus. Das geht hier dann nach vorne und das habe ich dann einfach die ganzen zusammengezwirbelt und verlötet und mit einem Schrumpfschlauch drauf gemacht und habe es dann an dieses Regelteil angeschlossen. Zum Anschluss, das war ein bisschen kompliziert, beziehungsweise ich habe es am Anfang nicht verstanden, wie dieses Thermostat hier tickt. Und zwar hat es hier einmal den Stromeingang, Plus und Minus, also was es einfach mit Strom versorgt, damit das Teil funktioniert und auch irgendwie Lichtchen leuchten und messen kann. Und dann hat es hier quasi 2 Anschlüsse und das Einzige, was diese 2 Anschlüsse machen, die unterbrechen einfach nur eine Leitung. Jetzt muss man einfach nur einen Plusstrang oder den Minusstrang nimmt man und leitet den quasi einmal durch dieses Teil hier durch, hier rein und am anderen weiter. Und dann wird es unterbrochen oder zusammengefügt. Ich versuche das mal hier kurz zu zeigen, wie hier welcher Stromverlauf ist und wie was hier angeschlossen wird. Also man hat am Ende diesen Anschluss, da kommen 12 Volt rein über diesen Stecker, den ich ja gezeigt habe, das Netzteil. Da kann man übrigens auch jedes andere Netzteil nehmen und einfach direkt anschließen von einer alten Fritzbox oder irgendein 12 Volt Netzteil, was man rumliegen hat. Ich hatte nicht mehr genug, also ich hatte nur noch 1 und das brauchte ich für das andere Teil. Deswegen habe ich das genommen und das geht eben hier der Strom rein. So, und dann gehen hier nämlich zweimal Plus, zweimal Minus weg. Ich habe einfach hier Plus braun gemacht, blau Minus, weil das waren die Kabel, die ich rumliegen hatte. Und dann geht jeweils einmal Plus, einmal Minus in diesen Kasten hier rein. Geht hier einmal in den Kasten rein, einmal Plus, einmal Minus, einfach, dass das Thermostat hier Strom kriegt. Und einmal Plus und Minus geht hier zu der Motorsteuerung rein. Plus und Minus Motor, das steht auch hinten auf der Platine drauf. Motor Plus Minus und Eingang quasi Plus Minus. Und dieses Minuskabel hier, dieses blaue, es geht nicht direkt zur Motorsteuerung, das wird einmal hier durchgeschleift, geht hier rein und geht blau hier wieder weiter und hier rüber. Einfach deswegen, weil am Ende dann das Ding entscheidet, es schaltet es zusammen oder nicht und dann ist dieser Stromfluss gegeben oder eben nicht. Ja, und das war es eigentlich schon. Ist jetzt nicht so kompliziert. Probiert mal ein bisschen rum. Viel kann nicht passieren bei 12 Volt, finde ich. Und ja. Die Kabel von den Lüftern, die sind dreipolig, da ist ein Pol zur Steuerung da, der ist uninteressant. Da ist ein Pluspol, nee, ein Minuspol, das ist der so gestrichelte Dinger drauf hat. Und es sind da ein bisschen graue Streifen drauf, das ist der Minuspol.
Der nächstliegende ist der Pluspol. Was er am besten macht, ihr nehmt einen 9-Volt-Blockbatterie oder ihr habt ein 12-Volt-Netzteil und haltet es einfach mal dran. Und dann seht ihr, wenn sich's dreht, dann ist es richtig. Das muss ich auch dazu sagen, ich gebe da keinerlei Garantie, dass das Ding funktioniert, dass da keinen Kurzschluss gibt oder dass da irgendwas am Ende nicht funktioniert. Das ist ein reines, meine Lösung, die für mich gut funktioniert und wo ich für mich das Risiko abwäge, dass das halt ja absolut minimal ist und für mich okay. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt von dem Video, und zwar, wie haben die Heizungslüfter bei uns funktioniert und was haben die in den einzelnen Räumen auch bewirkt? Also wir haben die jetzt seit circa 6 Wochen in Gebrauch und getestet. Und in 2 Räumen, einmal in dem Wohnzimmer, in dem ich gerade stehe, das ist ein sehr, also ich filme hier gerade mal rum, das ist ein großer Raum mit offener Küche. Wir haben hier nur einen Heizkörper am Esstisch und hier geht es eben noch weiter, riesige Fensterfront offen und hier hinten dran ist eben ein zweiter Heizkörper. Und was hier passiert ist, der Raum ist einfach deutlich, deutlich wärmer geworden. Also es wurde früher immer okay warm, jetzt wird es einfach sehr warm. Und was aber noch besser ist, ist, dass die Luft irgendwie feuchter geworden ist. Also meine Frau und ich sagen das unabhängig, die Luft ist deutlich angenehmer, nicht so eine heiße Heizungsluft. Also wir wissen es nicht genau, woran es liegt, aber das Heizungsklima ist viel, viel besser geworden. Wesentlich angenehmer und das ist auch schon mal echt ein riesiger Pluspunkt. Ich habe jetzt sogar die Vorlauftemperatur von der Heizungsanlage mal um 6 Grad reduziert und trotzdem wird es hier noch absolut warm. Also von der Heizleistung und Heizverstärkung funktionieren die Lüfter wirklich sehr, sehr gut. Ja, und jetzt bin ich im zweiten Zimmer, wo wir einen Heizungslüfter rein verbaut haben. Das ist das Kinderzimmer von meiner Tochter. Das ist ein sehr, sehr kleines Zimmer, wie man sieht. Hat hinten auch eine große Fensterfront und hat aber auch einen sehr, sehr kleinen Heizkörper. Also das ist wirklich der Heizkörper, der den ganzen Raum heizen muss. Ja, und das hat einfach zur Folge, dass dieser Raum nie wirklich warm geworden ist. Und durch den Heizungslüfter, den ich hier drunter verbaut habe, also jetzt gerade sieht man nicht, weil der liegt zu Demonstrationszwecken unten auf dem Küchentisch. Aber seit der eben hier dran ist, wird es hier wirklich warm und auch ohne, dass wir unten an der Heizungsanlage dann die Vorlauftemperatur hochdrehen. Also man kriegt es auch so, wenn es ganz normal eingestellt ist, hier wirklich warm. Also man kann es nicht anders sagen. Die Heizungslüfter, die funktionieren bei uns wirklich super im Haus. Ich werde wahrscheinlich noch 2 weitere bauen und ja, bin rundum wirklich zufrieden. Gut, ich glaube, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Baut es gerne nach. Wie gesagt, die Links sind in der Beschreibung. Da würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbauen, viel Spaß beim Energiesparen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.